In diesem Video werde ich in Ruhe Toni durchgehen mit euch und die Dinge erklären, worauf man achten sollte. Ja, ihr beginnt mit dem Schwert in der rechten Hand, Daumen stabilisiert immer die Zuba, Mittelfinger teilt die Sagittalgyro ungefähr gleich lang. Das Schwert ist am Körper, am Oberschenkel. Wenn ihr euch verbeugen solltet, bleibt es in seiner Bahn, ja, nicht mit verbeugen. Ja, von hier aus übergebt ihr das Schwert mit dem linken Mittelfinger. Übernehmen, mit der linken Hand übernehmen, an den Obi führen, rechte Hand könnt ihr hier in die Leiste, links, rechts vor, hinsetzen. Das Schwert in die Mitte nach vorne bringen, Kontakt bleibt hier. Mit dem Mittelfinger übernehmen, Schwert übernehmen, linke Hand kommt hier hin, so ähnlich wie der Obi. Achtet darauf, dass wenn ihr jetzt zieht, Kujiri, das Endstück, in eurer Hand einmal ruht. Jetzt drehe ich mit meinem Daumen, hier seht ihr das, Daumen und Zeigefinger, die Klinge nach außen. Und greife hier auch um, kann so das Schwert sauber rausziehen, nach vorne mit der Klinge gerichtet, rechts absetzen. Es sollte jetzt so sein, dass wenn ich es kippe, die Zuba mit meinem linken Bein abschließt, ohne dass Kojiri wackelt. Ja? Das heißt, hier abstellen, absetzen, hat geklappt. In Ruhe die Sagio um das Schwert, achtet darauf, dass ihr nicht die Hand nach vorne zeigt. Ja? Wenn es irgendwie hängen bleibt oder so, zieht ihr einfach hoch, ganz in Ruhe und in Ruhe darum. Wenn ihr das Schwert absetzt, achtet darauf, dass ihr genug Platz habt hier für eure Hände. Jetzt linke Hand, Kontakt aufnehmen, seht ihr es in der Luft, rechte Hand auch. Jetzt, wenn ihr euch beugt, als erstes, bevor der Rücken nach vorne oder sich rund macht, oder soll sich eh nicht rund machen, aber ihr nach vorne kommt, kommen die Handflächen auf den Boden. Bitte nicht so verbeugen, ja? Das nicht machen. Auch beim Gole nicht. Also Handflächen auf dem Boden verbeugen, bis ihr gerade hier seid. Das reicht. Nicht den Po heben, nicht den Kopf zu weit runter. Wieder in Ruhe hoch. Rechte Hand zurück. Linke Hand zurück. Von hier aus die Sagio nehmen. Die Position müsst ihr selber finden, dass die Länge der Sagio jetzt hier, wie ihr seht, wieder in Ordnung ist. Jetzt könnt ihr es enger neu vor euch abstellen in der Mitte. Kippen mit der linken Hand. Unteren Drittel entlang streichen. Kojiri nehmen und während wir hier hinkommen, drehe ich mit der linken Hand die Klinge hoch. Gehe jetzt mit dem Daumen in den Obi. Erstmal ein Stückchen rein, dann die Sagio. Ruhe. Hier in diese Bändchen vom Hacker. Hand dazu. Reinschieben, rechts.